اللهم صل على محمد Trotz all diese Kriege, die fast jedes Jahr oder beziehungsweise die Jahre durchgezogen, durchgehalten haben, um nur die Muslime zu vernichten, beziehungsweise das Bild, das wahre Bild des Islams zu vernichten. Alhamdulillah, dass dieses wahre Gesicht von den Umayyaden jetzt durch ihren Anhänger rausgekommen ist, sodass die Muslime, alle Muslime, ob Sunniten oder Schiiten, egal welche Glaubensrichtung sie folgen, beziehungsweise welche Rechtsschule die folgen, ist denen jetzt klar geworden, dass die Umayyaden bzw. Abu Sufyan, der Kopf der Umayyaden, seine Pläne sich gar nicht geändert haben. Ob er jetzt im Leben oder in den Tod sich befindet. Damals, als er sah, dass die Sahaba sich um die Khilafa gestritten haben und besonders zwischen Imam Ali a.s. und Abu Bakr, kam er zu Imam Ali a.s. und hat ihm ein Angebot gemacht, sagt, wie kannst du das zulassen, dass die niedrigste Familie unter den Arabern den Platz des Propheten übernimmt und die Arabern herrscht. Gib mir nur ein Zeichen und ich mache die Straßen voll mit Männern und mit Pferde und mit Waffen. Sagte Imam Ali a.s. zu ihm, verschwinde. Du hast niemals was Gutes vorgehabt für den Islam. Kaum kommst du hier zwischen, werde ich meine Hand Abu Bakr einreichen. Das heißt, heute wiederholt sich die Geschichte wieder. Die Kinder von Abu Sufyan, Kinder von Hind, die Leberfresserin, sind wieder erschienen und die sind seit fast 4 Jahren in Gange weltweit in der islamischen Gesellschaft, nur in der islamischen Gesellschaft, töten die Muslime, vergewaltigen ihre Frauen und plündern ihre Häuser und verhaften ihre Kinder und zerstören auch ihre Moscheen und ihre Schreine und ihre Gräber. Also ob es Sunniten oder Schiiten, da machen sie keinen Unterschied. Man merkt schon, im Namen des Islams hat angefangen in Abu Sufyan und seine Kinder Muawiyah ibn Abi Sufyan und Yazid ibn Muawiyah, im Namen des Islams haben sie angefangen, den Islam zu zerstören und versucht auf jeden Fall, den Islam zu zerstören. Und da waren natürlich welche, die immer davor gestanden haben und sie gestoppt. So, jetzt wiederholt sich die Geschichte wieder. Man sieht schon, dass diese Menschen wieder am Leben sind. Die fressen wieder auch Herzen oder Leber, Menschenfleisch im Namen Allahs. Die schächten Menschen im Namen Allahs, töten Kinder, vergewaltigen Frauen im Namen Allahs, plündern sie die Häuser bzw. die hier Eigentümer der Muslime und sprengen die Moscheen in die Luft und auch die Gräber und die Schreien der Muslime. Ob es Sunniten oder Schiiten sind, machen diese Menschen gar keinen Unterschied. Die sind nur stark und heftig gegen die Muslime. Aber trotzdem, heute feiern die Muslime alle weltweit, fast über 1,7 Milliarden sind die Muslime heutzutage geworden. Alhamdulillah, hier feiern die alle diesen Opferfest, den sie als Treue darstellen können für Allah subhanahu wa ta'ala durch die Loyalität zu Ibrahim alayhi salam, Millat Abikum Ibrahim. Das heißt, ihr seid die Anhänger von, beziehungsweise den Weg von Ibrahim, euer Vater, der euch vorher Muslimin genannt hat, der euch vorher den Namen Muslimin gegeben hat. Ibrahim salamullah alayhi. Man sieht schon, dass die Zeit die Menschen nicht ändert. Wer im Recht ist, wer sich im Recht befunden hat oder gefunden hat oder fand, findet sich immer wieder im Recht und ändert sich nicht. Und wer immer im Unrecht war, bleibt im Unrecht und das sind die Bewohner der Hölle. Die sehen wir heute auf dieser Erde. Sie versuchen den Islam so darzustellen, wie sie wollen. Sie reden nur über den Islam. Dawlatul Islam nennen sie ihren Staat. Das heißt, Staat des Islam, der islamische Staat. Und reden sie über islamische Strafgesetze und üben sie diese auch aus im Namen des Islams. Haken Kinder, haken Hände ab,
ist für sie alles fast erlaubt oder nicht fast, sondern alles ist erlaubt, was normalerweise ein normaler Mensch nicht sich erlauben darf. Ein normaler Mensch, der nicht mal Muslim ist, würde sich sowas nicht erlauben, was sie sich heutzutage erlauben. Was ich sagen wollte, Alhamdulillah, dass sie ihren Gesichter gezeigt haben, dass sie ihre Aqida durch ihre Taten hier nachgewiesen haben. Und Alhamdulillah, dass wir immer wieder in der Geschichte die Bestätigung bekommen durch unsere Feinde, dass wir im Recht sind. Dass wir im Recht sind. Wir sind diese Anhänger von Ibrahim, salam Allah alaih. Heute freuen sich die Muslime weltweit. Heute treffen sich die Muslime in Allahs Häusern. Heute und gestern und vorgestern waren sie dort in Arafah, haben sie ihre Realität Allah subhanahu wa ta'ala ausgesprochen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Al-Hajju Arafah. Das heißt, der Hajj ist in Arafah. Das heißt, wenn du in Arafah bist, dort, bedeutet, dort hast du schon gepilgert. Ob du jetzt Tawaf gemacht hast oder nicht, das heißt, der gesamte Hajj ist in Arafah. Dort stehen alle Muslime und machen Ibtihal, rufen Allah auf, beten für Allah subhanahu wa ta'ala, machen Bittgebete, weinen. Und wenn sie von dort fertig sind, gehen sie runter von Arafah. Das bedeutet, wer das geschafft hat, hat geschafft, den Hajj für Allah subhanahu wa ta'ala zu leisten. Wer das geschafft hat, hat geschafft, in der Glaube hineinzutreten. Und heute, natürlich, Saudi-Arabien hat das eingeschränkt, nicht jeder darf oder schafft, dorthin zu gehen. Das wird verlost, sowas. Und wer Glück bekommt, schafft dorthin zu gehen und dort hier zu pilgern. So, aber auf jeden Fall, ob nun jetzt 1 Million dort sind oder 2 Millionen oder die ganzen Muslimen dort sind, die Muslimen alle feiern einheitlich, ob das heute oder morgen oder gestern, die Muslime alle wollen die Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala erreichen. Jetzt aber diese Unterschiede, diese Differenzen, wer feiert heute und wer feiert gestern, sind nur Differenzen zwischen den Gelehrten, die werden nur erscheinen durch ihre Strebungen. Das heißt, das sind keine bösen Absichten. Wenn man sieht, dass man heute zum Beispiel, es gibt viele Sunniten, die mit heute feiern, aber auch viele Sunniten, die gestern gefeiert haben, und heute feiern alle Schiiten fast. Es gibt aber auch einige Schiiten, die gestern gefeiert haben. Diese Unterschiede bedeuten nicht Streitereien, bedeuten nicht hier Spaltungen. Nein, das sind Differenzen, die entstehen durch die fehlerhaften Menschen. Das heißt, unsere Gelehrten, egal wie viel sie Wissen haben, sie bleiben immer fehlerhaft. Das heißt, sie machen Fehler. Und es sind keine vollkommenen Menschen. Und das zeigt natürlich, dass wir wirklich die Erscheinung von Imam Mahdi a.s. sehr notwendig haben. Dass wir wirklich ihn gebrauchen. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwas passiert auf dieser Erde, global jetzt gesehen, jetzt die ganzen Muslime, wenn man das sieht, dass da wirklich keine Übereinstimmungen gibt, dass da Streitereien gibt oder beziehungsweise Differenzen gibt, besser gesagt, dann spürt man diese Bedürfnis nach seiner Erscheinung. Man merkt, wir wollen gar nicht mehr so, dass jeder feiert alleine, dass wir zwei Islam haben oder drei oder vier sogar, sondern wir wollen einen Islam wieder haben. Das zeigt schon jedem Mensch, dass wir diesen Imam brauchen. Dass er zwischen uns ist, dass er uns wirklich vereinigt, dass er uns sagt, in welche Richtung wir gehen müssen und wann wir richtig beten und wann wir richtig fasten und wann wir richtig feiern und so weiter und so fort. Das macht nur er. Das ist der, den Allah subhanahu wa ta'ala uns versprochen hat, die Erde voll mit Gerechtigkeit zu fühlen. Er ist der Einzige, der das schaffen wird. Allah subhanahu wa ta'ala hat alle Menschen erschaffen, damit sie mit gerecht auf dieser Erde stehen. Ne? Steht im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen deswegen erschaffen hat. Also, dass er die Menschen erschaffen hat, damit sie im Recht auf dieser Erde regieren oder stehen. Das heißt, Recht durchsetzen. Und natürlich, wir wissen, alle Propheten haben das nicht geschafft. Alle, von Adam bis Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, haben sie nicht geschafft, die Gerechtigkeit auf der Erde komplett zu erfüllen. So, das hat Allah subhanahu wa ta'ala aufgehoben durch einen Imam, den wir erwarten. Und er wird das inshallah schaffen. So, das heißt, diese Khaira Ummah, den Ukhrijat Linnas, die beste Nation oder Generation, die Allah subhanahu wa ta'ala für die Menschen hervorgerufen hat oder herausgeschickt hat, sind die Muslime.
und insbesondere die Muslime, die heute schwarz auf weiß glauben und warten auf den Reib, auf den Mann, der in der Verborgenheit sich befindet, damit er uns diese Probleme auch löst. So, jetzt kristallisiert sich das alles. Man sieht schon, dass die Muslimen, alle Muslime, sich von diesem Menschen lossagen. Von Muawiyah, von Abu Sufyan, von seinem Sohn Muawiyah Yazid, ne, Sohn von Muawiyah. Das heißt, sie distanzieren sich nicht nur von den Namen, sondern von den Taten. Und das zeigt schon, dass diese Menschen durch ihren Taten und durch die Reaktion der Schiiten war richtig. Das heißt, die Schiiten als Opposition damals bestätigt sich heute, dass alle Muslimen stehen sprachlos, was ist mit der Welt passiert, warum kommen diese Menschen jetzt auf einmal und bringen uns fast eine neue Scharia. Nein, das ist keine neue Scharia. Dieses Verbrechen, was sie dort begehen, diese Massakern, was sie dort verüben, alles, was wir heute sehen, hat einen Grundsatz in der sunnitischen Beschaffung. Und dafür hat natürlich die Umayyaden gesorgt, dass der Name des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Wirklichkeit untergraben wird. Dass der Name des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Wirklichkeit vernichtet wird. So dass heutzutage die Menschen sagen, nein, Islam, nein, danke. Wir wollen mit dem Islam nichts mehr zu tun. Islam bedeutet Handhaben, abhaken. Islam bedeutet Magd haben, eine Frau hier klauen und Kinder töten und so weiter. Also das bedeutet jetzt Islam. Islam bedeutet Krieg, Islam bedeutet hier Blut. So wollen sie, haben sie das vorgehabt, die Umayyaden, und heute, Alhamdulillah, durch die Mehrheit der Muslime hat sich das Gegenteil bewiesen. So dass die Muslime sagen, wir haben mit diesen Menschen nichts zu tun. Wir wollen mit diesen Menschen nichts zu tun haben. Denn das, was sie tun, ist satanisch, ist nicht menschlich, hat mit dem Islam, also schon gar nicht mit der Menschlichkeit zu tun oder mit der Menschheit zu tun. So, das zeigt natürlich, dass wir den Imam brauchen. Wir treffen uns weiter, wir feiern weiter, wir trauern weiter. Bald ist wieder der größte Eid, den es je gegeben hat auf dieser Erde, nämlich Eid al-Ghadir. Dieser Eid war geplant für die Menschheit. Dieser Eid war nicht nur geplant für die Muslimen und schon gar nicht für die Schiiten. Das heißt, für alle Menschen. Deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bevor er dieses Ereignis stattfinden ließ, hat er gesagt, oh ihr Menschen, ich bin für euch allen gesandt worden. Er hat nicht gesagt, oh ihr Schiiten oder oh ihr Sunniten oder oh ihr Muslime. Er sagt, oh ihr Menschen, ich bin für euch allen gesandt worden. Danach, nachdem er die Muslime gefragt hat, Alastu awla bil mu'minina min anfusihim, hier sprach er nicht mit den Muslimen, sondern er sprach mit den Gläubigen. Er sagt, bin ich den Gläubigen nicht näher als ihren Herzen zu sich selbst oder bevorzugter als sich selbst? Das heißt, er sprach die Gläubigen, ob es nun jetzt Muslime oder Christen oder Juden oder egal was, wichtig ist, dass sie gläubig sind. Deswegen, ich bin zu euch allen gesandt worden, für alle Menschen. Danach sagte er, man kunte maulahu fa hadha ali. Nach dieser Khutba, nach all dieser Vorbereitung, sagte er, wem ich bevorzugt bin, so ist Ali bevorzugt. Das ist in Ghadir passiert. Und bald haben wir diesen Eid. Das ist der größte Eid, was die Erde erleben kann. Und deswegen sagten die Juden und die Christen, die damals dort waren, haben sie gesagt, hätten wir so einen Tag bekommen, hätten wir jeden Tag gefeiert. Der beste Tag. Warum? Weil er sagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Und meine Gnade an euch erfüllt. Wa raditu lakum al-Islam dina. Und eure Religion den als Islam akzeptiert. Allah subhanahu wa ta'ala hat mehrere Religionen geschickt. Mehrere Wege geschickt. Die heißen natürlich alle Islam. Ob das Judentum, Christentum, Islam, alles Islam im Grunde genommen. Das heißt, alles Gott Hingebung. Das heißt, Gott Ergebung. Das heißt, man unterwirft sich Allah subhanahu wa ta'ala.
ob es nun Juden oder Christen oder Muslime, alles was himmlisch ist, ist Islam im Grunde genommen. Aber wann war er zufrieden? Er war mit den Juden nicht zufrieden, weil sie den ihren Islam missbraucht haben. Er war mit den Christen nicht zufrieden, weil sie ihren Islam nicht richtig durchgesetzt haben. Die Muslime, er war mit denen gar nicht zufrieden, 23 Jahre lang, bis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, man kuntu maulahu fahada Ali maulahu. Und als Abu Bakr und Umar zu Ali a.s. gekommen sind, haben sie gesagt, Gratulation, o Sohn von Abu Talib, du bist heute unsere Maula. Dann kam Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Das heißt, die Spitze der Streitigkeiten waren Abu Bakr und Umar. Sie kamen und haben die Ali a.s. gratuliert. Erst dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Heute habe ich eure Religion vervollständigt. Jetzt. Auf der Stelle habe ich eure Religion vervollständigt. Deswegen diese Eid nicht verpassen. Also, wir müssen nicht sitzen und planen, dass ich jetzt nächste Woche nicht schaffen werde. Nein, das ist falsch. Ich darf nicht sagen, ich kann nicht kommen, weil ich Arbeit habe. Ich darf nicht kommen, weil ich habe was zu tun. Diesen Tag kriegst du nicht immer. Das kriegst du einmal im Jahr. Eid al-Ghadir kriegst du einmal im Jahr. Maqtal al-Hussein alayhi salam, zumindest der Maqtal von Hussein alayhi salam, der letzte Tag, wo Hussein alayhi salam geköpft wird, was gibt es denn wichtiger als diesen Tag für dich, als ein Muslim, als ein Anhänger von Hussein alayhi salam? Was gibt es denn wichtiger für dich, um zu sagen, jetzt schon, einen Monat vorher sagst du, an dem Tag werde ich nicht kommen können, weil ich was zu tun habe. Das heißt, du hast die Zeit, jetzt abzusagen, du hast die Zeit, dir zu programmieren, du hast die Zeit zu sagen, für alles andere nein. Aber nicht für Hussein a.s. Du hast genug Zeit, zu sagen, für alles, was auf dein Programm ist, was auf deiner Liste steht, zu sagen, ich mache jetzt auf dich X und nicht auf Husseins Kopf. Ich mache auf dir, auf deinen Kopf ein X, aber nicht auf Husseins Kopf. Husseins Kopf ist an diesem Tag vom Körper getrennt für mich, für meine Ehre, für meine Familie, dafür, dass ich ins Paradies gehe. Und ich werde diesen Tag für ihn aufheben. Ich werde mein Bett verlassen, egal wie müde ich bin, um mich hier mit meinen gläubigen Muslimen zu versammeln. Denn der lange Schlaf kommt. Den Schlaf, den ich nicht vermeiden kann, ohne eine Schlaftablette, wird kommen. Und ich werde lange unter der Erde liegen. So, und deswegen die Gläubigen, die wahren Gläubigen, richten sich an diesen Vers, wo Allah sagt, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تَزَوَّدُوا زَاد. Zad heißt, das, was du mitnimmst, wenn du auf der Reise bist. Wenn du planst, irgendwo auf diese Erde zu verreisen, was machst du als allererstes? Überlegst du, in welchen Flugzeug du einsteigst. Als zweites, was du denkst, was gibt es da zu essen im Flugzeug, richtig? Was bieten die an? Deswegen, die Muslime suchen einen islamischen Gesellschaft, beziehungsweise Fluggesellschaft, die dort Halal-Fleisch oder Halal, was sie, oder vegetarisch. Man kreuzt das an, im Internet heute, ich bin vegetarisch oder nur Fisch, damit sie dir keinen Haram geben. Was ist das? Das nennt man Zad. Allah sagt, وَتَزَوَّدُ. Warum machst du das? Weil du auf der Reise bist. Du sagst, ich sitze hier 8 Stunden Richtung Heimatland in einem Flugzeug. Du musst da essen. So darfst du heutzutage gar nicht mehr mitnehmen. Also nicht zu trinken und nicht was weiß ich. Da musst du von dort essen. Das heißt, du denkst an dein Zad. Du denkst an deine Verzehrung. Das, was du, also an deine Versorgung. Sozusagen. Du brauchst dort ernährt zu werden in dem Flugzeug. Jeder Mensch, jeder vernünftige Mensch denkt, dass er sich vorbereitet, wenn er auf der Reise ist, nimmt alles mit, was er braucht. So, wenn ich dir sage, pass auf, wir sind alle verpflichtet jetzt, 1000 Kilometer zu laufen. Ab morgen geht das los. Imam Mahdi a.s. befindet sich in Bayern, sagen wir. Und er hat uns alle aufgerufen. Wir haben ihm versprochen, ihn zu erhören.
das zu tun, was er sagt. Er sagt alle Mann zu mir, aber nicht mit dem Auto, zu Fuß. Okay, mit dem Auto. Was machst du? Du steigst nicht im Auto ein und fährst du einfach los, ohne dass du hier tankst, ohne dass du Wasser reinmachst, ohne dass du dein Essen mitnimmst, dein Trinken. Das macht der vernünftige Mensch. Das nennt man Sad. Fatazawwadu. Allah sagt, Tazawwadu. So. Zu diesem Thema werde ich in die nächste Khutbah, inshallah, kommen und erklären, welchen besten Sad, beste Versorgung, die einen Menschen haben kann im Leben, um Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Qul huwa الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Und versorgt euch mit Verzehrung, aber die beste Wegverzerrung oder Wegzerrung ist die Gottesfurcht. Und versorgt euch mit Wegzerrung, aber die beste Wegzerrung ist die Gottesfurcht. Die beste Wegzerrung, Zad, wovon wir geredet haben, ist die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet jetzt Allah fürchten? Das heißt, Angst von Allah haben, so wie man das übersetzt oder wie man das versteht. Und wenn das so ist, was bedeutet Angst von Allah haben? Ist Allah ein Wesen, der Menschen Angst verjagt, dass die Menschen in Angst leben vor ihm? Oder was bedeutet Angst vor Allah haben? Das Wort Allah fürchten, was bedeutet das? Wenn wir an Yusuf a.s. denken, Yusuf, As-Siddiq Yusuf, war ein sehr schöner Mann, so dass er nirgendwo gegangen ist, ohne die Frauen in der Gegend zu verführen. Überall, wo er war, haben die Menschen ihn geliebt, weil er sehr schön aussah. Unter diesen Frauen war die Frau des Königs damals, also Pharaon, Zuleika. Als sie ihn sah, fühlte sie sich in ihn verliebt. Und sie wollte ihn unbedingt haben. Da war keine Grenzen mehr für sie zu spüren. Ob sie nun verheiratet war oder nicht verheiratet, ob sie ihren Mann geliebt hat oder nicht. Sie war verführt von Yusuf a.s. Sie hat versucht, ihn zu verführen. Und sie hat ihn eingesperrt in einem Haus, hat sie alle Türen verschlossen und versucht, ihn in die Sünde hineinzuziehen. Was sagte er? فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. Das heißt, ich suche Zuflucht bei Allah. So, er ist auch ein Mensch. Und wäre er nicht in die Taqwa, das heißt, hätte er diesen Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala nicht gehabt, wäre er in die Sünde hineingetreten. Das heißt, diese Taqwa hat Yusuf alayhi salam hat ihn masum gemacht, hat ihn geschützt vor einer Sünde. Allah sagt, nehmt euch Wegzerrung, das heißt, irgendwas, um unterwegs euch, hier, womit ihr euch unterstützt, und das Beste, was ihr mitnehmt, ist Allahs Gottesfurcht, Allahs Furcht, dass du vor Allah Furcht hast. Was heißt das? Das heißt, wenn irgendeine Sünde kommt, denkst du sofort, ich glaube an Allah. Deswegen, ich glaube nicht. Deswegen, ich lüge nicht. Deswegen, ich betrüge nicht. Deswegen, ich ermorde nicht. Das heißt, wenn du das hast, wenn du das erreichst, Allahs Furcht in dir zu haben, dann erreichst du die Spitze, was du auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala mithaben kannst. Das heißt, diese Wegzerrung, was du mithaben kannst, ist die Taqwa.
Richtung Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaquni ya ulil albab. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du hältst dich von Haram fest. Alles, was Haram ist, hast du nachher automatisch eine Allergie. Das heißt, hast du automatisch kein Bedürfnis nach Haram. Und ab und zu kommt so eine Einflüsterung. Diese Sünde ist ein bisschen, nicht so viel. Hör mal ein bisschen Musik, kriegst du ein bisschen Entspannung. Ne? Aber dann kommt irgendwie wieder das, was in dir gut ist, nämlich Taqwa, und sagt, nein, das ist Haram. So, wenn du das erreichst, dass du immer wieder dich von der Sünde fernhältst und dich an Allah hältst oder dich an Allah erinnerst oder erinnern lässt, bist du in einem Taqwa-Bereich, dass du ein Masum ähnlich geworden bist. Dass du wie Yusuf, alayhi salam, wenn du in einer Situation bist, wo du ganz leicht in die Sünde reinfallen könntest. Dort kannst du sagen, Ma'ad Allah, ich suche zu Blut bei Allah. Er hat mich erzogen und er hat mich auf beste Art und Weise großgezogen. Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu Allah, Rabbil Alameen. Ich habe Angst vor Allah, der Herr der Welten. Und nicht ein Mensch, der sich mit der Sünde aufgebaut hat und sich so lange mit der Sünde beschäftigt, so dass er davon nicht loswerden kann. Kaum hört er, dass irgendwo eine Sünde ist, er geht mit eigenen Füßen dorthin. Und plant, die Sünden wieder selber aufzubauen, sozusagen, statt das Ganze zu zerstören. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Inna lillahi malikan ala bayt al-Maqdis. Für Allah gibt es einen Engel bei den heiligen Städten in Bayt al-Maqdis in Jerusalem. Yunadi kullu layla. Er wird ruft jede Nacht. Man akala haraman lan yuqbala minhu sarfun wala adlun. Das heißt, wer haram ist, ruft dieser Engel. Jede Nacht ruft er. Wer haram ist, in seinen Mund reinmacht, wird von ihm nichts akzeptiert. Weder Gutes noch Schlechtes. Das heißt, egal was du machst, egal was du, viele sagen, oh Allah, gib mir, lass mich in Lotto gewinnen, dass ich für dich eine Moschee baue. Das heißt, oh Allah, gib mir das Geld von Shaitan, damit ich für dich ein Moschee baue. Allah hat Shaitan erschaffen. Und sein Geld und seine Reichtum und diese Erde und alles, was da drauf ist. Er denkt, dass er guten Tat mit bösen Ernten, mit bösen Saat machen kann. Na, oh Allah, lass mich in Lotto gewinnen, damit ich dir eine Moschee baue. Ne? Könnt ihr sehen, gibt es solche Menschen? Gibt es wirklich solche Menschen, die sowas planen? Die spielen jeden Tag Lotto und denken, dass sie gewinnen. Damit sie eine Moschee, und dann sagen sie, ich baue eine Moschee und ich gehe nach Mekka und fertig. Dann ist das, was ich gemacht habe, ist nicht mehr haram. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt. Sie haben gefragt, ja Rasulullah, was passiert mit dem Halal? Was Halal ist? Er sagt, das vergeht. Die waren geschockt. Und was passiert mit dem Haram? Er sagt, vergeht mit dessen Besitzer. Das heißt, wenn du Halal hast, das bleibt nicht, das geht. Ob du jetzt nun auf diese Erde das ausgibst oder du verlässt das, wenn du stirbst. Das vergeht. Er sagt, was mit Haram? Er sagt, vergeht mit seinem Besitzer. Was heißt vergeht mit seinem Besitzer? Vergeht wird vernichtet, heißt das. Er wird vernichtet mit seinem Besitzer. Das heißt, wenn ich Haram habe zu Hause und ich lebe mit Haram, da kommt dann nachher auf einmal eine Krankheit bei meinem Sohn, bei meiner Tochter, womit ich nicht gerechnet habe. Und dann ich sehe, wie mein eigenes Kind vor meinen Augen stirbt, dass kein Arzt ihm helfen kann, niemand helfen kann. Diese Krankheit frisst ihn von innen. Und dann mache ich eine Klage. Ja Allah, warum machst du mit mir so? Sofort. Er weiß, dass alles in Allahs Hand liegt.
Er sagt nicht, ja Allah, warum bestrafst du mich? Er sagt, warum machst du mit mir so? Warum tust du mir das an? Das ist ein Unterschied. Wenn du sagst, warum bestrafst du mich, das heißt, du bist sündig. Du machst eine Sünde. Aber wenn du sagst, warum tust du mir das an, das heißt, Allah ist ungerecht. Er macht dir was Unrechtes. Er sagt nicht, oh Allah, warum bestrafst du mich? Er sagt nicht, Alhamdulillah, Allah prüft mich. Er sagt nicht, Alhamdulillah, Allah wird mir helfen, Allah wird meinen Sohn wieder gesund machen. Er sagt nicht, Alhamdulillah, ich lerne daraus, nicht mehr wieder diese Sünde zu machen. Ich schmeiß alles raus, was dann Haram zu Hause ist. Das sage ich nicht. Und das muss er sagen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich schlägt, er macht das nicht, weil er Spaß daran hat. Nein, alles, was mit dir passiert, hat einen Ziel, einen einzigen Ziel. Allah möchte deine Sünden wegmachen. Allah will dich reinigen. Allah will dich ins Paradies bringen. Aber du bist unfähig, mit deinen Sünden dorthin zu gehen. Du musst das abbauen. Wie baut er das auf? Wie baut er dir das auf? Deswegen, alles, was mit dir passiert, ist eine Rahma und gerecht. Alles. Die Strafe, die du bekommst, ist keine Rache. Allah rächt sich nicht bei den Sündigen. Allah rächt sich bei den Feinden. Das heißt, wenn der Feind sagt, ich kämpfe gegen Allah, Allah rächt sich bei ihm. Aber wenn man sagt, ich habe nicht geschafft, gegen meine Sünden zu kämpfen. Ich bin schwach gewesen. Ich habe mich mit dieser Dunya beschäftigt und Allah vergessen. Da hat man sich selbst was Unrechtes getan. Nicht die anderen, nicht Allah. Und deswegen, wenn Allah dir eine Krankheit schickt oder eine Musiba, ein Bala zu dir nach Hause schickt, sodass dein Sohn verloren geht, du siehst ihn vor deinen Augen, er ist nicht mehr Muslim. Nur namentlich, er heißt Muhammad. Aber von seinen Taten ist er schlimmer als Christian oder als, sagen wir, egal was, also irgendein Namen, der nicht islamisch ist, der gar nicht Christ oder Muslim oder hier Jude. So, er heißt Mohammed, aber er ist nicht mehr dem entsprechend. Du hast ihn Mohammed genannt, damit er gesegnet wird durch diesen Namen. Aber du siehst, seine Taten sind anders. Du siehst, dass deine Arbeit sich in die Luft aufgelöst hat, als ob du nichts getan hättest. Du hast jahrelang ihn großgezogen. Der ist so groß wie ein Kamel, steht vor dir. Und auf einmal entgleist er. Er geht in eine andere Richtung. Ne? Größe, aber ohne Inhalt. Ne? Fleischmasse. Was ist der Unterschied zwischen sowas und ein Vieh? Gar nicht. Fleischmasse nur. Was macht ein Mensch, wirklich einen Mensch? Die Taten, die Glaube, Gottesfurcht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْسُورًا. Guck mal, wie schön. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir was antut, er tut das und er lässt dich sehen, wie schön diese Arbeit, die er dir angetan hat, die dir natürlich nicht passt. Er sagt, wir werden uns die Werke vornehmen, deine Werke, alles, was du gemacht hast, wir werden das vornehmen. Du kommst in Riyama, reibst du deine Hände, oh, jetzt kommen die schönen Sachen im Kopf. Ich habe an dem Tag eine Sitzung gemacht im Namen von Fatima a.s. Ich habe Essen verteilt, das kommt bei dir im Kopf. Ich habe einem Bettler gegeben, Geld auf der Straße, das kommt bei dir im Qiyama alles, diese Arbeit. Siehst du wie ein Film. Ich habe, was hast du gemacht? Denkst du immer schön, ne? Also ich habe das gemacht, was schön ist. Ich habe Bettler Geld gegeben. Ich habe einem Mann geholfen, der war auf dem Boden. Habe ich ihn hochgetragen, was weiß ich. Ich habe was Schönes gemacht. Kommst du damit an? Diese Werke, denkst du, damit kannst du mit Allah handeln. Ne? Trägst du das auf deinen Rechten, das, was man gut macht, das schreibt hier der Engel, der Rechte. Und was schlecht ist hier, das vergisst du nachher in Qiyama. Denkst du hier, du hast das geschafft. Bevor der Hisab kommt, bevor dieses Gericht,
stattfindet und dort wird abgerechnet, kommst du mit Hoffnung. Sagst du, jetzt bin ich der Gewinner. Denkst du, dass du gewonnen hast? Allah sagt hier in diesem Vers, in Surat al-Furqan, Vers 23, wir werden uns die Werke vornehmen, die sie im Leben verrichtet haben. Alles, was du gemacht hast, Allah nimmt. Sag, komm, gib mir deine Ware jetzt. Gucken wir, was du dafür kriegst. Wenn du im Laden gehst, da steht der Verkäufer, früher stand der Verkäufer, jetzt die Kassen, und hat er die Ware hinter sich. Du kommst, was hast du? Ich habe Öl. Sag, ich gebe dir dafür Eier. Dafür kriegst du Eier. Zwei Stück vielleicht, für einen Liter. Eier sind teurer gewesen. So. Oder du sagst, ich habe Mehl. So tauschen die, haben die früher getauscht. So, was du hast an Ware, kriegst du dementsprechend auch das, was du brauchst. Was brauchst du? Ich brauche das. Ja, bring mal noch mehr. 2 Kilo kriegst du 1 Kilo Reis. Für 2 Kilo Mehl. So, jetzt gehst du mit deiner Ware vor deinen Herrn, dein Schöpfer. Was du gemacht hast, nimmst du mit. Was du gemacht hast an Taten, nimmst du mit. Was du gehabt hast an Gegenstände, lässt du hier. Das gehört Dunya. Deine Kleidung, dein Auto, dein Haus, deine Kinder, deine Frau, deine Verwandten, deine Freunde, die bleiben hier. Darfst du nicht mitnehmen. Gehst du alleine, nackig, wird gewaschen, wirst du gewaschen, kriegst du ein Tuch, was nachher auch verwiest wird, also was nachher vergeht unter der Erde. Und liegst du dort, wartest du auf deine Qiyama, wenn die Auferstehung kommt, kommst du raus, hast du Hoffnung. Ich habe Ware mitgenommen, dort gehe ich zu den Herren und tausche ich damit Paradies. Allah sagt, diese Menschen, die ihren Taten, guten Werken mit Haram verwechselt oder vermischt haben, das sind die Menschen, die keine Rücksicht gemacht haben, ob sie Haram essen, ob sie Haram trinken, ob sie Haram schlafen, zum Beispiel du hast eine Matratze geklaut und schläfst du drauf. Ne? Kleidung, Haram bekleidet. Das heißt, nie hast du ein Haram auf dir, läufst auf die Straße, ne, liebst du damit, sitzt du, schläfst du, betest du damit. Das heißt Haram in Haram. Und aber sitzt du und liest du Koran mit schöner Stimme, damit die anderen auch deine Stimme hören draußen. Machst du Versammlung zu Hause, sitzt du vorne mit so einer großen Brust, ich und ich und ich und niemand anders. Ne? Zeigst du dich als großer, im Grunde genommen bist du gar nichts, aber die respektieren dich, weil sie bei dir zu Besuch sind, mehr nicht. Und du denkst, oh, ich bin was Besonderes. Und da redest du über Allah, subhanahu wa ta'ala, aber voll mit Haram, voll. Ich stell dir mal vor, diese Menschen gab es damals vor Hussein a.s. in Karbala. Die Karbala, die dort auf der anderen Seite standen, das sind Leute mit Bärten, die haben gebetet, die haben alles gemacht, was ich jetzt beschrieben habe. Und Hussein a.s. hat versucht, diese Taqwa bei denen, dieses Gottesfurcht bei denen zu erwecken. Hat versucht, das wirklich hier zu erwecken. Hat immer versucht. Danach sagte Kaifa waqad muli'at butunukum bil haram. Das heißt, wie? Was hat das für einen Sinn, was ich euch sage? Und eure Bäuche sind voll mit Haram. Das heißt, dieser Haram lässt dich gar nichts mehr halal machen. Der nimmt dich mit, vernichtet dich und deine Familie und dein Haus und alles, was du hast. In Dunya wirst du vernichtet, bevor du stirbst. Das heißt, du gehst unter mit deiner Innere, mit deiner Seele. Du wirst vernichtet, dass du keinen Wert mehr hast. Fleischmasse läuft auf die Straße, aber kein Inhalt. Allah sagt in Qiyama hier, wir werden uns die Werke vornehmen, die sie im Leben verrichtet haben. Und werden sie wie verwehrtem Staub zunichte machen. Verwehrtem Staub. Weißt du das gleich? Du nimmst ein Tuch und dann schüttelst du so. Kommt Staub. Was? Sammelst du das und isst du das auf? Nein, du versuchst diesen Staub aus dem Haus rauszuwerfen. Ungesund. Ne? So werden deine Werke in Qiyama. So werden deine guten Taten in Qiyama. Nicht die schlechten. Die schlechten sind schon reserviert. Die ziehen dich richtig in die Hülle rein. Da hast du noch gar nicht angefangen zu rechnen. Du hast nur das darauf Auge. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, jetzt mach mal dein Buch auf. Nimm mal das Buch. Er gibt dir das Buch.
Und wer seinem Buch mit seinem Rechten genommen hat, der hat gewonnen. Du nimmst dein Buch, sag niemand dein Buch. Diejenigen, die nur mit links gearbeitet haben, nur linke Taten, sagen wir, verrichtet haben, sie werden ihr Buch mit links bekommen. Warum? Hier ist schwach. Hier hat keine Leistung. Du hast nicht gelernt, von den Leuten des Rechtes zu sein, auf diese Erde. Wirst du in Qiyama nur von den Leuten der Linken sein, diejenigen, die in die Hülle gehen. Wer seinem Buch mit seinem Rechten nimmt, der hat gewonnen. Das ist das erste Zeichen, was du hast. Wenn Allah dir das Buch gibt und du nimmst das mit deinen Rechten, das heißt, du bist von den Leuten des Rechts. Leuten, die zum Paradies gehören. Und wenn du das Buch mit deinen Linken nimmst, das ist ein Zeichen, dass du schon so großgezogen worden bist oder groß geworden auf dieser Erde. Diese 80 Jahre oder 50 oder 60, egal wie lange du lebst, die sind für deine Qiyama entscheidend. Die sind für dein Paradies oder für deine Hülle entscheidend. Wenn du hier was machst, du hast die Chance noch. Und Allah ist mit dir. Und nah, steht zu dir sehr nah. Und er sagt zu dir, Abdi, Ata'ani, oh mein Knecht, gehorche mir. Wirst du wie ich? Sagst du, so etwas sei, dann wird das sein. Guck mal, wie er dich liebt. Er sagt zu dir und zu mir und zu jedem von uns. Diejenigen, die wirklich noch Ohren haben, Augen haben, Verstand haben, nachdenken können. Er sagt, mein Knecht, gehorche mir. Allah sagt zu dir, Subhanallah. Er braucht dich nicht, aber er sagt zu dir, gehorche mir, dann wirst du wie ich. Sagst du, so etwas sei, dann wird das sein. Sagst du, so etwas sei, dann wird das sein. Was heißt das? Das heißt, du wünschst dir irgendwas auf dieser Erde. Im Halal-Bereich. Und Allah erfüllt dir das. Sagst du, das soll werden und das wird geschehen. Aber nein. Meine Sünde nimmt mich mit, lässt mich eine andere Sünde einladen und ich stapel die Sünden und spare sie auf in meine Spardose, genau wie meine Münzen. Und langsam werde ich wie besoffen, irgendwann geistig abwesend, total geistig abwesend, werde ich von Allah abgelenkt. Ich vergesse Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Dunya und kurz bevor der Israel kommt und mein Leben nimmt, werde ich wach. Sieh ich, jetzt gehe ich weg. Versuche ich an dieser Dunya zu halten, rufe ich meinen Sohn, rufe ich meine Kinder, rufe den Arzt an. Er soll mir eine Tablette geben, Lebenstablette oder einen Schluck Wasser, dass ich wieder zum Leben komme. Irgendein Wundermacher, Wunderheiler. Ich suche irgendwo im Internet, ich gucke im Fernsehen, ich suche irgendjemanden, einen Hellseher, egal, ein Kafir, ein Muslim, ein Mu'min, egal was der ist, er soll mir helfen, ich soll am Leben bleiben. Am Leben bleiben. Warum? Weil ich habe das gekostet, ich weiß, wie das Leben ist. Und das ist nur eine Kostprobe, die Allah uns gibt für das ewige Leben. Und diejenigen, die diese Dunya gekauft haben mit der Akhira, sind die ärmsten Menschen auf dieser Erde. Denn ihre Arbeit, alles, was sie getan haben an guten Taten, werden so wie Staub in die Luft zerstreut, sodass sie davon nichts mehr sehen können. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Gottesfürchtigen machen. Möge er uns stärken auf seinen Weg, ihn richtig so anzubieten, wie er das möchte. Und ihn so zu dienen, wie er das möchte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns stärken auf seinen Weg als Kämpfer auf diesem Weg zu sein, sodass wir zwischen den Händen von deinem Wali, Imam Zaman, salam und alle, sterben zu dürfen, dass wir dort zwischen seine Hände das Paradies empfangen können. Bihaqqi Muhammad wa Ali Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad wa salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch euren Fest annehmen. Herzlichen Glückwunsch für euch allen, für eure Kinder und eure Familien, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala eure Verstorbenen die Gnade erweisen, sodass sie an diesem Tag, inshallah, die Rahma bekommen können, dass sie vielleicht in anderen Tagen nicht geschafft haben,
dass sie in diesen Tagen, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Rahma gibt und Paradies schenkt. Bi haqqi Muhammad wa ali Muhammad. Euch allen, inshallah, nochmal einen gesegneten Fest wünsche ich euch und einen schönen Tag für euch und eure Familien. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله والله من نوس يا اخي كيف سيبايده ما تحاول تعمل كيف فك انا والله يا عمي بس يا اخي انت ليه بتقول كده مبارك عليك يا طليت ونيكو اخ كمان اخ Ich habe extra so gemacht, weil da sind die Porte, die man kommt gleich wieder.